Ja, hallo Schütze. Was ist bei Schütze in Sachen Liebe los? Schütze. Was ist los bei dir in Sachen Liebe? Ja? Ja. Oh, in Sachen Liebe Schütze. Gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und einen entsprechenden Schritt unternimmst. Du bist sehr ein in sich gekehrter Mensch, Schütze. Das merke ich. Du bist sehr schüch. Schüch. Ja, scheu, schüch. In Sachen Liebe. Ja, aber gib dir Mühe, ja? Was ist aber los bei dir, du, dass du so geschlossen bist? Vergangenheit. Ja, du hast den Schlüssel in der Hand für glücklich sein in Sache Liebe. Ja? Also jemanden war nur mit dir zusammen als Profit, jetzt in Gegenwart. Das hat dich sehr verletzt. Ja. Aber gib dir Mühe in Zukunft. Ja. Gib Liebe nicht auf, nur wegen jemanden, der falsch zu dir war. Der hat dich enttäuscht. Ja. Der hat dich enttäuscht, war nur mit dir zusammen wegen Geld oder Profit. Der ist dir auch Betrug fremdgegangen. Alles, Flucht, geflüchtet vor Erklärungen. Der hat dich das Herz geschneidet. Rausgerissen, mein Schütze. Ja, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, Schütze. Ja. Aber du wirst wieder Erfolg haben, Sache Liebe. Du wirst dich erholen von dieser ganzen, ja, von dieser ganzen Situation. Ja, dir geht es momentan gar nicht gut. Ja, das sagen auch die Karten der Vergangenheit. Ja, du bist so optimistisch in diese Partnerschaft, Verbindung gegangen, hey. Und dann bist du so enttäuscht. Ja, du brauchst Heilung. Und diese Trennung ist jetzt passiert im Sommer. Liebe, unbewusst. Ja, deswegen bist du am Abwarten, bist du in schnellster Sorte in Sachen Liebe, weil du so jetzt alles noch frisch ist, ja? Zukunft. Alles noch frisch ist. Ja, schau mal, finanzielle Verluste. Der war noch mit dir zusammen wegen Profit. Nur Profit. Zukunft, noch eine Karte, bitte. Ja, im Herbst, Winterherbst kommt Entscheidung in dein Liebesleben. Ja, jemand kommt und da muss aktiv werden, mir die Mühe geben. Da kommt jemand Neues auf dich zu. Zwischen Herbst und Winter. Kann auch Ende Herbst, Anfangs Winter sein, 2022. Ja? Dann weißt du, woran du bist, Schütze. Was ist noch für Botschaft an dich? Oh je. Und doch muss es weitergehen im Leben, oder? Oder hat es so ausgenutzt? In allem Bereich, du, hat er dich ausgenutzt. Das merke ich hier, ja? Und alles, was du wolltest, war Liebe, Schütze. Noch eine. Oh. Ja, Trost. Schau mal, Trost. Das wirst du haben, ja. Trost.
Du wirst dich auch heilen. Ja, das hat dir Angst. Du hast Angst, Demut. Liebe endet nie. Schütze, du hast Angst, wieder das Gleiche zu erleben. Aber nicht alle Menschen sind gleich. Ja. Man, Freiheit, befreie dich von toxisches, altes Gedanken, Emotionen. Damit es, ja, Liebe endet nie. Ja? Du wirst nur Liebe erfahren. Okay? Du brauchst einfach Zeit, meine Liebe. Jetzt nehme ich noch eine Botschaft für allen Lebensbereich. Ja? Nebenjob. Ah, es geht um Arbeit bei dir. Nebenjob, schau mal. Nebenjob. Also hier ist eine Botschaft für Leute, die sich Gedanken machen, für sich selbstständig machen, Nebenjob oder Teiljob oder von zu Hause aus. Ja? Schütze, du kannst in Teilzeit mit der Arbeit an deiner Traumkarriere beginnen, während du deinen anderen Job beibehältst, um die Rechnungen zu bezahlen. Bald wird deine Traumkarriere voll abheben und deinen Lebensunterhalt bestreiten, okay? So eine Botschaft vor allem Lebensbereich. Und bei dir geht es um Nebenjob, ja? Alles, alles Gute, Schütze. Bye!